Im Asylstreit zwischen CDU und CSU meldet sich nun der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel zu Wort. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel schreibt er: Weil wir uns nicht getraut haben, aufgeklärt und ohne Schaum vor dem Mund über die Möglichkeiten und Grenzen der Chancen und Risiken der Flüchtlingszuwanderung zu diskutieren, haben wir ein schwarzes Loch hinterlassen. Und Gabriel gibt Seehofer zum Teil recht. Es müsse die Möglichkeit geben, Flüchtlinge bereits an der Grenze abzuweisen. Angesichts von 400.000 unerledigten Verwaltungsgerichtsverfahren sei klar, wie schwer Abschiebungen seien, wenn die Menschen erst einmal in Deutschland sind. In diesem Zusammenhang spricht sich Gabriel für sogenannte Ankerzentren aus. Dort sollen Flüchtlinge bis zu einer Entscheidung bleiben. Der Streit um den Umgang mit Flüchtlingen an der Grenze spaltet die Union. CSU-Chef Seehofer will jene, die in einem anderen Land bereits Asyl beantragt haben oder schon mal ausgewiesen wurden, abweisen. Kanzlerin Merkel setzt hingegen auf eine europäische Lösung.